Und damit einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen, meine lieben Freundinnen und Freunde, zurück zu Parasite Eve. Ja, lang ist her, der Kanal mit dem unregelmäßigsten Let's Plays überhaupt, glaube ich. Ist, glaube ich, ein bisschen viel passiert in der letzten Zeit und, ich dachte mir, weißt du was, eigentlich hätte ich ein bisschen Bock gehabt zu streamen. Aber eben nur ein bisschen. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, weißt du was? Schmeiß mal wieder eine Aufnahme an. Und es ist Parasite Eve geworden. So. Gut, liebe Leutchen. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob wir mit allen hier gequatscht haben und alles ausgerüstet haben. Falls ihr das Controller-Klackern nicht mehr so gut hört, ich habe mir einen anderen, hoffentlich, Controller zugelegt. Ist ein bisschen so in der Form her, von der Form her wie bei Xbox. Allerdings, ja, ein bisschen günstiger. Und den Controller, den ich für die Xbox habe, den würde ich gerne für meine Xbox. Was habe ich da? Eine One S? One S oder Series S? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war One S. Ich will den für die Konsole benutzen. Darum habe ich mir gedacht, besorgst du dir einen anderen Controller, der so ein bisschen ähnlich aussieht wie bei der Xbox, allerdings von einer etwas günstigeren Marke, aber auch gar nicht mal so schlecht. Ich kann den auch mal zeigen. Hallöchen. Das ist einmal der hier. Hier ist das Ding, Easy SMX. Da steckt keine Werbung. Aber das Ding macht einen guten Eindruck, tut, was es soll. Und ich habe auch noch ein neues Mikrofon, das Rode NT-USB. Ich hoffe, die Soundqualität ist gut. Ich musste schon ein paar Filter ein bisschen neu einstellen. Ich teste das jetzt erstmal mit der ersten Aufnahme. Und oder mit den ersten paar Aufnahmen. Und wenn ich damit zufrieden bin, bin ich damit zufrieden. Und wenn nicht, dann werden noch mal ein paar Einstellungen vorgenommen. So. Jetzt aber. PSG-Weste. Nee. Wir haben die hier. Hatte ich da nicht irgendwie was noch gekauft? Warte mal. Wie viele Pointes haben wir denn noch? Sonst was? Ja. Jenny. Schutzkleidung. Wir haben hier die PSG. Wir haben hier die Kampfrüstung, hätten wir noch. Und die taktische Rüstung. Die wäre natürlich mega geil, aber ich glaube, die hat 8 Attachments. Okay. Wie viel hatten unsere? Guck ich gleich mal. 5. Die hier hat 10. Alter, ja, 10 Attachments. Leck mir. Wir kriegen plus 20 HP. MP ist natürlich nichts und sie regeneriert uns auch. Das war das Ding. Okay, Bewegungssensor, also Motion Sensor. Gegner HP Anzeige. Okay. Warum haben wir uns nicht die geholt? Ich meine, die könnte ich mir jetzt noch holen, aber. Jop, alles klar. Gut, was müssen wir noch machen? Ich glaube, wir haben mit allen Leuten gequatscht. Munition. Nachschub. Die Hydra, okay, ist auch voll. Ey, wenn schon, dann hauen wir alles voll, ne? Die Backshots, auch voll, ja, ist klar. Okay, kein Bedarf können wir noch angeben, alles klar. Und dann müssen wir, glaube ich, mit dem lieben Flint rein. Er trägt etwas am Hals. Inventar voll. MP-Wasser. Na super. Ringerlösung, MP-Wasser. Haben wir noch ein bisschen Platz? Nee. Ernsthaft? Wir haben so wenig. War das nicht mal mehr?
haben 20. Was? Habe ich überhaupt. Das ist mal eine Frage. Habe ich überhaupt einen Granatwerfer dabei? Tatsache, ich habe einen Granatwerfer. Oh, da habe ich mir. Oh Gott, das ist jetzt ewig her, dass ich das gespielt habe. Habe ich mir auch noch so ein Ding mit einer Stungun geholt. Okay. Fingerlösung. Ernsthaft? Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hä? Ich habe 8 Inventarplätze. Und warte, hier unten drunter steht total 20 von 20. Nimmt das hier jetzt so viel Platz weg? Die ganze Munition? Leco mio. So, die Ringerlösung will ich behalten. Die, was sind das? Airbust? Zu platzen nach dem Aufprall in der Luft. Die machen natürlich auch gut Damage, ne? Ah, fuck. Energie. Inferno. Können wir da noch verstärken? Wir könnten verstärken. Macht natürlich ohne Wumms, ne? Nekrosis. Antibody, Energy Shots, Healing können wir, glaube ich, verstärken. Zing, machen wir mal 3. Ist bereits Level Maximum. Okay. Weil ich glaube, das Heilen, das werden wir noch brauchen. Ja, geil. Warte mal. Ist nicht irgendwo. Ah, hier. Hier ist, glaube ich, unser Lager, ne? Welche Kiste? Ayas Wagen. Und da packen wir jetzt. Hoppala. Einfach mal eine Ringerlösung. Zack. Hier rein. Zimmer Nummer 6. Sturmjacke. Ach, die haben wir auch noch. Lastauto. Okay. Hör mit auf. Gut. Und dann gehen wir nochmal zum Hund. Hund! Linti! Uff. Jetzt riecht etwas am Hals. Ja. MB-Wasser. Ich würde am liebsten eigentlich die Ringerlösung wieder mitnehmen. Ah, Mann, das ist jetzt ein bisschen ätzend, weil die Ringerlösung, die heilt natürlich komplett. Also die knallt. Voll HP und MP. Die werden natürlich, ne? Die knallt richtig rein. Weißt du was? Dann tauschen wir die mit MP-Wasser. Mineralwasser mit Kohlensäure. Mittel. Nein. Hallo? Ich muss ganz raus. Es geht nicht auf, was ist das, glaube ich, Kreis oder 4. Komisch. Warte. Blindchen, kommst du mit? Alles klar, bist ein Braver, ne? Bist ein Braver. Gut, dann würde ich doch sagen. Ich habe hier gespeichert. Ich werde mir aber diesen Speicherslot nehmen und den hier speichern. So, Schalter für das Tor. Dann machen wir mal die Tür auf. Hey, ich dachte, der Hund geht mit. Was denn das? Geht nicht auf. Ah, siehste? Siehste? Shit, was war jetzt? So, F1 laden. Eigentlich müsste der Hund auch mitkommen, oder nicht? Die scheint es ja gut zu gehen. Du bist extra hergekommen? Eigentlich wollte ich ja nicht. Ja, ein Geschenk. Oh, mein
Du Arsch, mein Inventar ist voll. Der gibt mir auch noch die riesen Knifte. Ich dachte, keine Verstärkung. Ich habe Urlaub. Nein, zufällig. Wie? Ich bin nur hier wegen der guten Luft. Reiner Zufall, dass ich dich jetzt treffe. Natürlich. Aha. Ich will nicht, dass ein Kollege krepiert und ich die ganze Arbeit alleine machen muss. Danke, Rupert. Ah, der, unser Rupert, der ist ja netter, ne? Pass auf. Welche Kiste? So, wir kriegen ja zwei Sachen. Dann schmeiße ich die beiden Reha-Lösungen wieder weg. So. So, hier, Ruppi. Hast du dir das hier anders überlegt? Ja, natürlich. Hey, die Magnum. Geil, her damit. Mal. Schwere Pistole. So, das Riesenteil, das werden wir jetzt auch mal ausrüsten. Mongoose. Ein schwerer 44mm Revolver zeigt verheerende Wirkung. Dunkelgrün. Alles klar. Okay, pass auf, dann lack die Mader SP. Dann würde ich doch sagen, mit der Riesenwumme gehen wir jetzt mal rein. Kommt der Hund noch mal mit? Eigentlich hatte ich in Erinnerung, dass der Hund auch noch mitkommt. Ja, aber gerade nicht sicher. Aber wussten Sie, das FBI? Wir sind von dem Präsidenten direkt unterstellt. Alles klar, Mr. President hält uns die Hand unter den Arsch. Okay. Wirklich eine jede mit ihnen so. Ich weiß nicht warum. So. Ich gehe nochmal speichern. F2, genau. Schaut auf das Tor. Habe ich mir eigentlich irgendwo. Nee, habe ich mir natürlich nicht auf mein Stream Deck gepackt. Aber egal. So geht's wieder raus. Alles klar. Aber wie gesagt, eigentlich hatte ich es im Kopf, dass der Hund geht. Schaut doch für das Tor, Junge. Wir testen jetzt erstmal die Wumme. Wenn die Kacke ist, dann sich wohl von diesem Pult aus öffnen. Okay. Okay. Also wie gesagt, wir testen mal die Wumme. Wenn die Kacke ist, dann mache ich nochmal einen Cut und dann hätte ich da jetzt eigentlich durchlatschen können. So. Dann machen wir einen kleinen Cut. Und dann nehmen wir die andere. Eigentlich, wir haben die ja im Einsatz gesehen, die dicke Wumme. Mal, wenn ich das hier. Warnung. Behörden benachrichtigen und mindestens 10 Minuten desinfizieren. Noch aus alten Zeiten. Okay. Ist ja, glaube ich, so ein Atomschutzbunker. Wenn da gesagt wurde, Houston, wir haben da ein Problem. Dann, ja, ich möchte gerne mit dem E-Auto fahren. Dann hatten die da wirklich ein Problem. Und dann musste natürlich desinfiziert werden. Oder man musste sich reinigen. Oh, Fallout. Hallo? Agent Breyer?
Hier spricht Leutnant Grant. Lieutenant Grant. Wir haben den Rückzugsbefehl erhalten. Sie sollten so schnell wie möglich zurück. Sie wurde noch nicht gefunden. Verstehe. Dann gehen Sie. Aber Sie müssen sich wirklich beeilen. Okay. Läuft. Zelt. Ja. Würde ich gerne überschreiben. Sind wir jetzt wieder an der Anlage? Okay, da ist immer noch rot. Schauen wir mal. Wie gesagt, eigentlich hatte ich das in Erinnerung, dass der Hund mitkommt. Kann mich natürlich auch irren. So, wo muss ich denn hin? Ah ja, hey cool, da ist rot. Ich denke mal zum Aufzug. Sind Sie okay? Es, FBI. Ich kann sie nicht sehen. Ich bin radioaktiv verseucht. Dieser Hitzestrahl. Und verseucht. Okay. Ich bin tot. Sie ihre Haut. Keine Sorge. Es ist keine Radioaktivität. Mitochondrien in ihrem Körper haben kurzzeitig Hitze erzeugt. Spontane Selbstentzündung. Sie werden wieder sehen können. Wirklich? Halten Sie durch. Ich muss jetzt los. Verstanden. Sie haben recht, ich fühle mich besser. Ich komme alleine klar. Bis später. Hey, Sie dürfen da nicht. Kollege, du siehst doch, ich darf und ich werde es sich nicht öffnen. What? Was ist mit welchem Kontrollraum? Glaube ich zumindest. Okay. Es ist ja auch verdächtig. Hey, den Weg kennen wir doch noch. Abfallschacht. Die steht geschlossen. Geschlossener Schacht. Mann, von vorher durfte man hier noch runter. Schade. Okay. Deutsche Telefon. Ist auch nochmal eine Box. Ist hier noch was drin? Ach, unsere alte Waffe. Buckshot? Hä? Keine Buckshot mehr? Verbast. Spartan. Okay. Schramp. Tatsache. Ich dachte, wir hätten die Schrotze noch. Das ist lustig. Aber egal. Huh?
Au. Au. Okay, das Ding macht Wumms. Können wir da jetzt rein oder? Lieber gut überlegen. Ich ist da drin. Okay. Achso. Dann mache ich doch mal F2. Safe.